Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Stippi und begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge. Ja, wir befinden uns jetzt sehr aktuell in der eventuell letzten Aufgabe und wir haben jetzt natürlich noch zwei Aufgaben, die wir jetzt hier erledigen müssen und da nehme ich euch natürlich mit. Und zwar müssen wir jetzt alle Haltestellen von Sonnenstein und Kehrstadt auf Level 13 buxieren. Und das werden wir jetzt tun. Auf der Linie 82 sind wir heute mit dem MAN-3-Türer unterwegs, A37. Und von daher, los geht's. Wir quatschen nicht, denn wir wollen natürlich auch ein bisschen was schaffen, damit wir das Ganze hier natürlich auch schnellstmöglich hier beenden können. Wir werden die Linie vielleicht ein, zwei Mal fahren. Sollte denn noch eine Haltestelle offen sein, mache ich das im Offscreen. Wir werden das Ganze heute hier beenden. Also zumindest hier die Haltestellen hier in Sonnenstein auf jeden Fall. In der nächsten Folge gucken wir uns in Kehrstadt nochmal an und dann lassen wir uns mal überraschen, was dann auf uns wartet. Nur, dass ihr so einen kleinen Plan habt, wie es jetzt so ausschaut mit den nächsten Folgen jetzt hier im Bus-Simulator. Es ist viel zu heiß draußen. Eine Fahrkarte bitte. So, äußerst unklug sind dann natürlich auch so Sachen wie, es wird eine Haltestelle gewartet, deswegen fährst du die nicht an. Großartig, wie willst du denn das denn machen? Mann, das kann echt anstrengend sein. Ich hatte ja schon über neue Projekte gesprochen gehabt, ne? Da werde ich auch weiterhin dran festhalten. Also es wird denn wahrscheinlich der Fernbus-Simulator sein. Wir werden uns auch den Bus-Driver-Simulator jetzt nochmal anschauen. Wie weit wir den jetzt spielen, ist aber so eine Sache. Er ist ein bisschen speziell, würde ich sagen. Er ist noch simpler eigentlich als der Bus-Simulator. Du hast da auch deine Firma, die du dann halt gründen musst, wo du dann auch ein bisschen shoppen musst und so weiter oder so fort. Ja, es gibt es jetzt aktuell nur für den PC, soll dann aber ja dieses Jahr dann nochmal für Konsole erscheinen. Also, falls halt wirklich erscheint. Das ist ja mal bei Simulationen ja immer so eine Sache, die kommt mal oder mal nicht. Ne? Aber, die werden wir uns auf jeden Fall den jetzt auch noch anschauen. In der nächsten Zeit, dass wir das Ganze dann hier auch haben. Wir werden das mal mit VR spielen, wir werden das dann auch ohne VR spielen. So wie sich das Ganze dann halt gehört. Ja. Ein paar Spiele gibt es ja Gott sei Dank noch, bis dann mal irgendwie mal neuer Content kommt. Denn das ist hier aktuell ja Mangelware. So, wir brauchen die Fahrstuhlrampe. Eine Fahrkarte, bitte. Tag, Standard, drucken. Danke. Türen zu. Und abfahren. Der fährt wieder nur eine Haltestelle. Wette ich mit euch. Der fährt wieder nur eine Haltestelle. Ich weiß gar nicht, wie viele Haltestellen wir jetzt sind. Ich glaube, 5 oder 6 müssten das Ganze jetzt sein. Also recht überschaubar. Ja, wie gesagt, unter Kehrstadt sind es gerade 2 Haltestellen, die wir dann aufleveln müssen. Deswegen das Leichte mal zum Schluss. Da können wir dann auch 3, 4 Runden drehen, da passt schon. Aber ich denke mal, mehr als 2 werden wir hier nicht schaffen, um auch die Folge nicht zu sprengen. Wie gesagt, die war ja nun in der letzten Folge schon ein bisschen sehr lang gewesen, mit fast 35 Minuten oder sowas, was da waren. Ich weiß, Zeit ist kostbar, eure sowie auch meine. Dementsprechend mag ich es dann halt immer nicht, denn wenn die Folgen immer so lang werden, mag ich auch so nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel bei jemandem zugucke. Weil YouTube ist da manchmal ein bisschen eingeartig. Mal speichert er die Position, wo du warst und mal nicht. Na, das ist dann halt immer ärgerlich, wenn du dann zu diesem Moment dann halt wieder hinspringen musst. Deswegen kenne ich eigentlich von meinen YouTubern, die ich früher, viel, viel früher, da steht wirklich ein Mensch rum. Viel, viel früher mal geguckt habe, die haben halt diese Folgen halt immer so bei 15 bis 20 Minuten gelassen. Finde ich, ist auch eine Zeit, die ist sehr vertretbar.
um halt auch mal so eine kleine Pause irgendwie mal zu nehmen von dem ganzen Fernsehgedöns-Zeugs und alles, was so. Siehst du? Eine Haltestelle. Er fährt wirklich immer nur eine Haltestelle. Was habe ich jetzt hier gerade gemacht? Was war denn das? Achso. Haltestellenbremse. Ah. So, hier warten wir lieber. Hier bin ich nämlich voll losgefahren, da habe ich erstmal. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Du wartest jetzt da. Sehr gut. So. Nein, ich bin eingeschlafen. Naja, Gott sei Dank sind wir noch nicht so weit gefahren. Also wir fahren jetzt auch echt nur Haltestellen an, die, wo wir es jetzt aufrüsten müssen. Sollten wir jetzt vielleicht die eine oder andere Haltestelle jetzt abgeschlossen haben, werde ich natürlich dann diese Haltestellen auch rausnehmen, denn, ne? Damit nicht unnötig halt Haltestellen anfahren müssen, die wir nicht brauchen. So habe ich das jetzt im Offscreen die ganze Zeit gemacht. Aber du musst ja mindestens 4 Haltestellen fahren. Also... Wenn uns jetzt auch nur eine einzelne fehlen sollte, müssen wir trotzdem 4 Haltestellen fahren. Wichtig ist halt immer, dass da über diese Pluspunkte da unten mal kommen, ne? Eine Fahrkarte, bitte. Ob das zum Beispiel auch in der Wertung mit drin ist, das weiß ich gar nicht. Danke. Immer in den Haltestellen rein und raus blinken. Nehmt euch die Punkte mit. Dann passt das Ganze schon. Wir steuern noch langsam unseren 5000 Abo-Special hingegen. Ja, also freuen wir uns schon sehr, sehr drauf. Also wenn ihr dieses Jahr noch eine kleine Fete mit uns feiern wollt, seid ihr natürlich herzlichst eingeladen. Sind gerade schon tierisch am Vorbereiten. Wie man es halt auch so macht, so schön mit Gewinnspiele und alles was. Wir müssen uns doch leider noch was überlegen. Dass zum Beispiel ja nicht irgendwelche Wildfremden, die sowieso den Kanal nicht abonniert haben, hier immer nur zum Gewinnspiel dazustoßen und hier einen Key abgreifen und dann sich wieder verdünnisieren halt. Wenn es was kostenlos gibt, wisst ihr ja, ne, sitzen alle immer da. Aber wie gesagt, wir kleckern nicht. Wir sind sogar schon ja, mit Partnern unterwegs, die uns auch finanziell da ein bisschen so unter die Arme greifen, die uns da den einen oder anderen Produkt-Key schon zukommen lassen. Aber um das Ganze natürlich nicht vorzugreifen, ne? Wie, weshalb, warum und sowas. Ja, ist da alles noch ein bisschen geheim, was zum Beispiel auch zu gewinnen gibt. Natürlich macht es natürlich Sinn, wenn es halt in Richtung Simulation geht. Wir werden nicht nur Nahverkehrssimulationen haben, wir werden auch ein paar andere Simulatoren drin haben, aber es bleibt halt wirklich alles im Simulatorenbereich. Und dann schauen wir mal. 5000, wie gesagt, ist eine absolut großartige Zahl. Wirklich jeden einzelnen, da werde ich mich bedanken. Ich habe ja ursprünglich mal gedacht gehabt, dass ich das vielleicht dann mit Microhazard TV schaffe. Aber ja, dass ich das mal irgendwann hier mit dem ÖPNV-Simulationskanal schaffe, hätte ich nie mit gerechnet. Nie. Und das ging auf einmal auch alles so unglaublich schnell. Das ist schon teilweise echt manchmal so ein bisschen beängstigend ist dann halt, ja. Aber es macht mir halt immer noch Spaß und ich glaube, darauf kommt es doch an, denn, oder? Weil man das halt nicht machen muss, weil man muss, sondern weil man es halt gerne macht.
Und gerade in Richtung, ja, so ÖPNV-Simulation, das ist so genau mein Set, wo ich richtig viel Spaß mit habe. Ich mir aber eine Simulationskategorie ausgesucht habe, wo es halt nicht Spiele wie Sand am Meer gibt, sondern man echt schon wirklich gut suchen muss. Teilweise viele Spiele immer noch im Early Access sind oder sowas. Aber das kann schon wirklich ein bisschen anstrengend sein. Da halt immer irgendwas zu finden. Gerade auch, ja, ursprünglich fing es ja eigentlich alles mit Lotus an. Ja, warum ich ja den ÖPNV-Simulation-Kanal gegründet habe, weil ich mich halt wirklich auf Lotus konzentrieren wollte, möchte und so. Ne? Das kannst du nicht machen, weil Lotus ist halt, was so Update-technisch angeht, so langsam, dass du da teilweise schon manchmal Monate warten musst, bis da mal so ein richtig neuer Content kommt. Also nicht einfach nur so ein Bugfix oder so, sonst so eine kleine Spielerlitz-Ding da, ne? Sondern so ein sowas Richtiges halt, ja. So viele Strecken wie Sand am Meer gibt es jetzt halt auch nicht, ja. Also da, die Mod-Community, die ist da halt schon sehr, sehr ruhig gerade geworden. Kann ich verstehen. Wie gesagt, wenn man natürlich jetzt immer hier neue Updates rausbringt oder sowas, immer da neue Funktionen, da hier neue Funktionen oder sowas, dann super ärgerlich, wenn man dann halt dementsprechend dann halt seine Karte jedes Mal wieder neu updaten muss halt. Ne? Dementsprechend, ja, schlafen so die Karte ein bisschen ein, so, ne. Ich selbst, wie gesagt, auch wenig Lust gerade dran, eine neue Karte zu bauen. Ich glaube, ich habe mir so die Muse abgegeben nach der Abgabe von Straßenbahn Forsthausen, die jetzt ja nun wieder mir gehört, aber auch der alten Waldbahn. Aber naja, so ist das. Deswegen, weiß ich nicht, habe ich manchmal so das Gefühl, habe ich die Bus-Simulator so extrem lange rausgezögert halt, weil er sollte halt einfach nicht zu Ende gehen. Warum muss ich jetzt hier? So, dann schauen wir mal, ob wir eine Stadt schon wieder wegnehmen können. Nee. Demnächst, guck mal, die Müllerstraße ist gerade mal noch Level 10. Hallo, Level 10. Da werden wir nochmal eine Runde fahren und wie gesagt, danach fahre ich sie dann halt im Offscreen weiter. Ich spreche schon wieder einmal Kerner. So, wen nehmen wir dann heute? Kommen wir nochmal hier den Pre-Order-DLC-Bus noch zum Abschluss. Der fährt sich ja so super gut hier. Verstehe halt nicht, warum der es nie ins fertige Spiel geschafft hat. Wahrscheinlich, weil sie wussten, dass der Bus halt extrem ungeeignet ist für den Bus-Simulator, weil, wie gesagt, seine Hinterachsen absolut nicht mitlenken. Hallo. Eine Fahrkarte, bitte. So, Tag, Standard, drücken. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Woche, Standard, drücken. Danke. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Schön in die Abenddämmerung rein hier. Corona. Entschuldigung.
Das ist ja dieses neue Wort, ne, für Alzachi, ne, oder sowas. Gesundheit, sagt man jetzt Corona. Weiß ich nicht, das ist eine ganz blöde Angewohnheit. Eine ganz, ganz blöde Angewohnheit ist das. Genau pünktlich. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Tag Standard Blugin 3,80 €. Schön langsam hier durch Sonnstein tuckeln hier. Aber lieber so, als wir jetzt gleich jetzt mit dem jetzt hier loszuheizen. Das wird jetzt gleich richtig anstrengend. Guck mal, ja. Mit dem ich auch noch mal ein Bild gehabt hier. Ein Bus, den es echt nur für Vorbesteller gab und auch nur digital halt. Ja, also nicht mal die sich die Disc-Version vorbestellt hatten. Nicht mal die haben nur den Bus bekommen. Fand ich schon ein bisschen frech. Man kann man auch als kostenloses Update einfach dazu packen. Ich habe es auch einfach schlichtweg vergessen, dass sie den Bus haben. Aber wie gesagt, so angenehm fährt er sich jetzt auch nicht. Dass ich den jetzt empfehlen würde, ja, wenn es den jetzt geben würde, als DLC. So, lauf rüber. Ich warte. Ich wäre jetzt schon wieder losgefahren, dann wären die mir alle in die Karre gelaufen und ich hätte dann wieder irgendeinen Fußgänger wieder umgefahren. Genau so läuft das denn. Ja, Kollege. Entweder gibst du jetzt richtig Gas oder du bremst jetzt ab, weil ich werde nicht abbremsen. Gut so. Die Stelle wird jetzt richtig fies jetzt hier mit dem hier. Da kommt kein Auto, sprich wir werden jetzt die komplette Spur mitnehmen hier. Glück gehabt, weil sonst, wenn da jetzt ein Auto jetzt gekommen wäre, keine Chance mit dem hier. Bitte eine Fahrkarte haben? Einzeln, Standard, drucken. Danke.
Ich brauche eine Fahrkarte. Einzeln, Standard drucken. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Tag, Standard drucken. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Einzeln, Student 2 drucken. 1,40 Euro. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Mal nicht so gereizt her. Was ist los? Hier muss ich raus. So, sind wir aber auch schon wieder bei ordentlich Zeit hier angekommen. Gucken, wie lange das jetzt im Offscreen noch dauern wird. Das hat gepasst. So, das ist die Müllerstraße hier. Ja, und als weiter, wie gesagt, mache ich jetzt im Offscreen dann weiter. Lecker, der Rollstuhlfahrer will gar nicht raus. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Los. Tag, Standard, 2 Stück. Danke. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Wochen, Standard, 3 Stück. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Einzeln. Schon was los hier auf den Straßen hier. Aber ich bin zufrieden, wir sind äußerst gut mit dem durchgekommen. Zwar sind wir jetzt noch nicht am Ziel angekommen, aber ich glaube, so viel erwartet uns jetzt tatsächlich jetzt nicht mehr. Also so scharfe Kurven oder sowas. Jetzt gerade wurde es noch mal ein bisschen brenzlig, wo wir nach links abgebogen sind. Aber das haben wir auch gut gemeistert. Aber trotzdem, wie gesagt, also er ist schon sehr, sehr eigen, der Bus hier. Ne? Zum Beispiel als Haltestellen, die wir gar nicht mehr anfahren mussten.
die halt schon Level 13 sind. Hat Werbung so an sich. Hat Werbung so an sich. So, dann. Tschüss. Genau, mit Fahrrad schneller, ja, richtig. So, wir können die Fahrt abschließen. So, 13, 13, 13, 12, 12, 11. So, Sonnenstraße, Müllerstraße und Sonnstein-Unterstand. Oh Gott. Also wir müssen Sonnstein-Hauptplatz nicht mehr anfahren. Mountainhof müssen wir nicht mehr anfahren. Gut, das werde ich jetzt aber dann jetzt im Offscreen machen. Bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Und nächste Folge unbedingt einschalten, denn ich glaube, das sind die letzten Haltestellen, dann, die wir dann hier zusammen jetzt noch abfahren werden. Und dementsprechend würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Verabschiede mich, bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.